das süß. Das ist ein Achtzustand hier, ne? Nichts als die Wahrheit. Na komm, Bella. Hm? Ganz schön kalt heute. Sorry, Leute, ich begrüße euch jetzt erstmal nicht. ja, mit Gesicht. Es ist nämlich früh am Morgen. Deshalb seht ihr jetzt die Bella. Aber ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir sehen uns gleich zu Hause. Wir machen gerade unseren morgendlichen Rundgang. Liam ist natürlich auch dabei. Im Kinderwagen ist er. Tja, hast du Spaß gehabt? Hast du Spaß gehabt? Da sind wir wieder. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, mich zu zeigen. Meine Güte, so ist es halt früh am Morgen. Sorry wegen meiner Stimme. Ich war jetzt ein bisschen erkältet. Das sind meine Medikamente, die habe ich geholt in der Apotheke. Der Liam, der ist eingeschlafen. Ich wirbel jetzt hier ein bisschen rum und nehme euch eine Runde mit. Ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich mache mich dann auf jeden Fall noch fertig, damit ihr diesen Anblick ertragen könnt. Und wir kochen gemeinsam. Ich habe eine mega Verlosung in diesem Video und ich habe einen richtig krassen Rabattcode für euch. Also bleibt auf jeden Fall mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hier sind die Blümchen, die ich zum Muttertag bekommen habe. Und ich bin etwas enttäuscht, muss ich sagen. Schaut mal, wie die schon die Köpfchen hängen. Also total komisch. Die sind von einem Blumenladen hier bei uns im Ort. Es wurde mir zugeschickt mit Fleuro. Und zwar von L'Oreal, deswegen seht ihr da ein paar Produkte. Ich habe die auch rausgestellt, ich habe das Wasser gewechselt und so weiter. Also vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Total komisch, also ich bin richtig enttäuscht. Der war mit Sicherheit nicht günstig. Und ja, da wollte ich eigentlich noch etwas länger Freude dran haben. Die hier, die hat mir der Max geschenkt zum Muttertag. Ich liebe Pfingstrosen, also nach Ranunkeln ist das meine liebste Blume. Außer Magnolien, aber die sind ein bisschen schwer als Strauß zu verschenken. Und die anderen Blumen sind auch wunderschön. Die habe ich von den anderen Jungs bekommen, von meinem Mann habe ich was bekommen. Und ja, jetzt bin ich schon wieder total aus Atem, ne? Danke, Kondition. Ich habe nämlich keine. Egal. Also, meine Wäsche ist auch schon draußen. Zwei Maschinen. Da. Eins. Hinten dran ist noch ein Wäscheständer. Und jetzt kommt die Sonne raus. Dankeschön, ne? Jetzt, wo ich daheim bin. Ja, jedenfalls gehe ich jetzt runter, hole noch eine Maschine, also Wäschekorb mit Wäsche und nehme euch dann später nochmal dazu, wenn wir dann kochen und wenn ich mich fertig mache. Okay, viel Spaß jetzt zum dritten Mal. Und zwar gibt es heute was aus meiner HelloFresh Box. Die Zutaten sind angekommen. Ich habe alles schon in den Kühlschrank verräumt. Hier sind meine drei Rezeptkarten. Und zwar habe ich mich für Zucchini-Cheddar-Puffer entschieden, dann Spargel mit Kochschinken und hier rauchige Tacos mit Schweinefilet. Ich frage jetzt mal den Max, auf was er Lust hat. Der ist nämlich von der Uni schon wieder zurück und wir wollten gemeinsam kochen. Ich finde das Konzept hinter HelloFresh total praktisch. Habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Ihr habt die Möglichkeit, aus ganz vielen Rezepten im Internet auszuwählen, was ihr eben die Woche über essen möchtet. Dann lasst ihr euch das zuschicken. Ihr könnt das Ganze abonnieren, ihr könnt es auch pausieren. Also das ist alles überhaupt kein Problem und super praktisch. Hier diese Rezeptkarten könntet ihr euch auch abheften. So habe ich es zum Beispiel gemacht. Denn hier an der Seite habt ihr die ganzen Zutaten, die ihr benötigt, sodass ihr die Rezepte immer wieder nachkochen könnt. Also sehr, sehr praktisch, wie gesagt. Ihr habt hier zum Beispiel auch die Zeitangabe, wie lange ihr für das jeweilige Gericht braucht, um es eben zuzubereiten, wie schwer es ist, das Ganze zuzubereiten. Hier ist zum Beispiel die vegetarische Variante und hier ist dann auch immer noch mal eine Erklärung. Und hier auf der Rückseite seht ihr eben Schritt für Schritt, wie ihr das Ganze dann zubereiten müsst. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht, auch dass man eben, wie das Ganze dann eben aussieht. Und hier habt ihr dann auch nochmal verschiedene Angaben, wie viel ihr zum Beispiel braucht, wenn ihr die Personenzahl erhöht. Oder hier, wie viel Kilokalorien und so weiter. Hier ist auch nochmal eine Erklärung. Also ja, ich finde es total praktisch. Also ich gehe jetzt mal runter zu Max und frage ihn, was wir jetzt gemeinsam kochen. So, hier sind meine HelloFresh Tüten. Ihr habt hier oben so Aufkleber drauf. Auf den Rezeptkarten habt ihr dann eben die jeweilige Farbe. Dann wisst ihr, welche Zutaten eben in dem Teil hier sind, in dieser Papiertüte. Und wir wollen Tacos machen und da ist das eben die richtige. Also wir haben uns für das Gericht entschieden und das war das mit der Farbe, was ich euch gerade erklärt habe. Die Sachen, die werden übrigens auch immer super gut verpackt.
geliefert. Hier kommen immer die Sachen rein, die gekühlt werden müssen. Das hebe ich immer auf. Ich hebe auch die Kühlakkus auf. Die kommen bei mir ins Gefrierfach. Die nehme ich dann immer mit, zum Beispiel ins Schwimmbad oder wenn wir verreisen. Die waren auch mit in Paris. Und ja, genau. So sieht es jetzt aus. Hier sind alle Zutaten und wir legen jetzt los. Alles vorbereitet. So sieht es jetzt aus. Ich hole jetzt die Tortilla-Wraps aus dem Ofen und die Süßkartoffeln und dann essen wir ganz schnell. Ja, seit wann esse ich mal warm, ne? Würde ich sagen. Wahrscheinlich wird er gleich wach. Also ich beeile mich. Nicht wundern, ich hatte die hier draufgelegt. Sollen wir die letzten paar Minuten noch mit in den Ofen packen, damit die dann eben schön warm sind. Und jetzt richte ich mal an und rufe dann den kranken Patienten. Der Max ist ja krank. Okay, also jetzt noch und verteilen. Ich flüstere, ne? Ich möchte nämlich jetzt warm essen. Oh mein Gott, Leute, das riecht so lecker. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Also bei mir kommt jetzt noch Avocado mit drauf. Ich frage jetzt mal den Max, ob er auch Avocado möchte. Ich bin mir nämlich jetzt gar nicht so sicher. Deshalb warte ich kurz, bis er hochkommt. Ich habe ihn gerade schon angerufen. Der hat mich nämlich nicht gehört. Musik läuft nämlich. So, okay. Jetzt muss ich das nur noch rollen. Also der Max möchte ohne Avocado. Okay, lass dir schmecken, Schatz. Ich bin schon fast fertig. Nur zur Info. Und Max, wie schmeckt's? Er kann nicht antworten. Doch, er kann antworten, aber er ist erkältet und hat gesagt, dass er leider nicht ganz so viel schmeckt. Also mir hat's mega gut geschmeckt und deshalb mache ich mir noch einen. Jawohl, so ist es, wenn man erkältet ist, ne? Gott sei Dank kommt es bei mir jetzt langsam wieder, dass ich was schmecke. Also, ich mache mir noch einen. Lecker. Na, kommst du raus? So, ab in den Ofen. Mache ich ein bisschen warm. Und dann belege ich das Ganze wieder. So, zwei Stück waren jetzt echt viel, aber super lecker. Ich bin babsatt. Und jede Mama weiß, wie es ist, wenn das Baby gerade schläft. Und man warm essen kann, also wie sehr man sich dann freut. Das war jetzt echt mega cool. Außerdem habe ich jetzt noch total viel im Büro abgearbeitet, ganz viele E-Mails beantwortet und meinen Schreibkram gemacht, der so liegen geblieben ist. Gerade vom Steuerbüro waren da noch einige Sachen unklar. Oh mein Gott, ich hasse es. Wenn ich in meinem E-Mail-Postfach das Steuerbüro lese, dann denke ich mir schon immer, oh nein, Hilfe, was brauchen Sie jetzt schon wieder? Jedenfalls schläft er jetzt gerade noch, deshalb mache ich mich ein wenig zurecht und dann gehen wir raus. Die Sonne ist nämlich jetzt auch da, Gott sei Dank. Und dann machen wir einen schönen Spaziergang und ja, nutzen definitiv das schöne Wetter. Ich denke, die Wäsche ist jetzt mit Sicherheit auch trocken. Ihr wolltet auch noch wissen, wofür ich diese, wie nennen sie sich? Ach ja, gut, jetzt fehlt mir gerade das Wort. Also so Aufkleber gekauft habe, diese Post-its. So, jetzt habe ich es. Manchmal fehlen einem irgendwie voll die leichten Sachen, also die fallen einem irgendwie nicht ein, total komisch. Ja, sage ich euch dann später, für was ich die brauche, für was ich die verwende, schon die ganze Zeit. Ich finde die Idee richtig gut, vielleicht ist das auch was für euch. Und dann erzähle ich euch auch noch von der Verlosung, das wollte ich ja auch noch machen. Ja, aber ich bin jetzt so glücklich, dass ich so viel abgearbeitet habe und er so friedlich schläft in seiner Federwippe, die er in letzter Zeit gar nicht mehr so sehr mag. Also so zum Schlafen ist es immer ganz gut. Er kommt da echt gut zur Ruhe. Ich trage ihn ja ganz viel rum. Das wisst ihr ja. Wollte ich euch ja auch noch erzählen. Aber jetzt mache ich mich soweit erstmal ready, damit wir rausgehen können. Dann schauen wir, was noch passiert. Ach ja, und wegen HelloFresh wollte ich euch noch sagen, dass ich ja den Rabattcode habe. Da könnt ihr einen Haufen Geld sparen. Schaut da mal unten in die Infobox. Ich habe jetzt mal mein Handy geholt, bevor ich euch irgendeinen Quatsch erzähle. Also der Rabattcode, der nennt sich Rossella19 und ihr habt damit die Möglichkeit, 2x30%, also je 30% auf die erste und die zweite HelloFresh-Box zu sparen. Alles nochmal unten in der Infobox. Wie gesagt, ich finde es halt richtig gut, weil ihr so die Möglichkeit habt, mal neue Rezepte auszuprobieren, zum einen. Zum anderen,
wenn ihr nicht ganz so mobil seid, zum Beispiel, weil ihr gerade kein Auto habt, das Auto ist in der Werkstatt oder euer Mann hat das Auto, wie auch immer, dann werden euch eben diese Lebensmittel direkt vor die Tür gebracht, also diese große Box. Da sind die ganzen Zutaten drin, eben für das jeweilige Gericht. Und ja, ich finde, das ist halt eine enorme Zeitersparnis, Arbeitserleichterung und gerade wenn man zum Beispiel ein Baby bekommen hat, im Wochenbett ist es halt ideal, ne? Und genau, deshalb habe ich euch jetzt heute nochmal darüber berichtet, weil ich das halt wirklich super finde, vor allen Dingen wegen der Rezepte. Also ja, so komme ich halt auch mal auf andere Sachen. Kennt ihr bestimmt, ne? Dass man immer wieder dasselbe kocht und nicht weiß, was man am besten kochen könnte, weil einem so die Ideen fehlen. Also der Liam ist gerade wach geworden, ihr habt es gehört. Jetzt habe ich mich gar nicht fertig gemacht. Aber jetzt muss ich den kleinen Mann holen. Wir sehen uns gleich wieder. Du hast ganz schön lang geschlafen, ne? Was sind da? Kinderblumen? Kinderblumen? Findest du die schön? Hm? Und ich bin noch gar nicht fertig. Gehst du noch mal kurz in Spielbuch, ja? Okay? So, also, ich darf mich nicht beschweren. Ich wurde ja heute richtig doll verwöhnt. In Ruhe gegessen, ne? Einen Haufen Schreibkram gemacht. Also, egal, dass ich mich jetzt nur zur Hälfte geschminkt habe. So, also, ich gebe jetzt Gas. Mache mich kurz fertig. Dauert ja nicht mehr lange, nur noch Lidstrich. Und ein bisschen Wimperntusche. Und dann gehen wir raus. Wir nehmen natürlich die Bella mit, ist ja klar. Ja, so machen wir es. Lidstrich und Wimperntusche. Also gut, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss mich auch noch umziehen. So kann ich ja nicht raus. Meine Schlabberklamotten. Der liebt seinen Spielbogen voll. So süß. So, 2 Minuten später. Mutti muss sich beeilen, ne? Damit wir jetzt rauskommen. Mein Gott. Das ist so ein 2-Minuten-Make-up, ne? So sieht's auch aus. Okay, ready. Auf geht's nach draußen. Liam, wie magst du deinen Spielbogen, ne? Den magst du, ne? Den magst du? Ja, ne? Ich habe mich jetzt umgezogen. Und jetzt mache ich noch den Liam frisch. Der hat gerade getrunken. Und dann sind wir ready für unseren Spaziergang. Und während ich Liam wickel, habe ich mir gedacht, erzähle ich euch eben von meiner Idee. Also ich hatte mir ja diese Post-its gekauft und dann hatten mich ganz viele gefragt, was ich denn damit vorhabe, weil ich es schon so ein bisschen angekündigt hatte, dass ich ja da so einen Einfall habe. Und ich habe die Post-its jetzt einfach mal hierher geholt. Die sehen so aus, ne? Die haben halt so schöne Farben. Und total süß gemacht. Die habe ich in so einem 1-Euro-Shop gekauft, als ich die Luftballons für Liam gekauft habe, glaube ich, war das. Nee, als ich den Luftballon für meine Schwester gekauft habe. Ja, zum 30. Geburtstag. Und ja, also, ich habe ein großes Bonbonglas. Sorry, hört ihr irgendwie diese Geräusche? Beim Nachbarn wird gerade das Dach gemacht, also sorry schon mal dafür, falls ihr das hört. Jedenfalls habe ich so ein großes Bonbonglas, ne? Das findest du auch so toll, ne? Das bewunderst du auch immer, weil es ganz bunt ist. Und jeden Abend schreibe ich was ganz Besonderes auf so einen Zettel, falte das und packe es dann eben in dieses Glas. Es ist, wie gesagt, ganz, ganz bunt und irgendwann, wenn es voll ist, dann schaue ich mir das nochmal an, was ich da drauf geschrieben habe. Und zwar geht es einfach darum, dass ich ja, so Gedanken aufschreibe, einen ganz kleinen Satz. Und wenn es nur ein Wort ist, wie zum Beispiel Liebe oder Fröhlichkeit oder ein Lächeln, weil mir der Liam, so wie jetzt gerade eben zum Beispiel, so ein Lachen geschenkt hat am Tag, weil ich zum Beispiel ja, einen tollen Besuch hatte von einer Freundin und wir einfach kurz Zeit hatten, einen Tee zu trinken. Oder weil ich ein schönes Gespräch vielleicht mit meinem Mann hatte. Einfach, ja, so Kleinigkeiten, die den Tag schöner machen. Und wenn ich zum Beispiel auch nur drauf schreibe, ja, ich bin dankbar, dass ich keinen Strafzettel bekommen habe. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon drauf geschrieben, weil ich, ja, ganz kurz parken wollte, in die Sparkasse gerannt bin.
weil ja meine App nicht ging die ganze Zeit. Also jetzt nur mal als Beispiel, das hatte ich euch auch auf Instagram erzählt. Das hat mich so genervt, diese App ging einfach nicht. Und dann bin ich in die Sparkasse. Bei uns kann man da so schlecht parken. Und es hat dann doch länger gedauert, weil die mir das neu installiert hat und so weiter. Und dann hatte ich keinen Strafzettel und da war ich irgendwie super dankbar, weil das wären wieder 10 Euro gewesen. Wäre ja mein Fehler gewesen, weil ich ja da geparkt habe. Ich meine, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert. Aber das ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Das ist halt was Blödes, aber also was jetzt, wofür man jetzt nicht so dankbar sein muss, weil es ja der eigene Fehler gewesen wäre. Aber am Ende, wenn ich mir das dann wieder durchlese, dann muss ich halt selbst drüber lachen und finde es halt witzig. Es geht einfach darum, dass ich mir halt so Sachen aufschreibe, weil ich halt uns so unsagbar dankbar bin. Über die Kleinigkeiten, die das Leben so ausmachen. Und vielleicht ist das ja auch mal ein Tipp für euch. Du erzählst heute nicht schlecht. Ja, sowas halt auch mal zu sehen, ne? Jetzt nicht immer nur, oh mein Gott, das und das ist so schlimm und das ist so nervig, sondern die positiven Sachen zu sehen. Ich habe das auch im Urlaub gemerkt, als wir in Frankreich waren, hatte ich die Kinder abends irgendwas gefragt. Da waren wir, da sind wir gerade aus dem Centerpark gelaufen und dann sage ich so, und wie hat es euch gefallen? Ja, super gut, aber, ne, das Aber war dann, ja, wenn es geregnet hätte hier drin, wäre es ein bisschen klein gewesen, also dieses Schwimmbad. Und dann habe ich gesagt, seht ihr, und genau das ist falsch. Im Prinzip müsste man erst das Positive, ganz viel Positives zuerst sagen. Und wenn euch dann vielleicht noch irgendwas einfällt, was dann doch nicht so gut war, kann man es ja immer noch sagen. Nicht sofort, ja, aber. Man sieht, man darf nicht dieses Negative in den Vordergrund stellen. Also, ja, das haben wir dann auch gemacht. Dann kam zum Beispiel, ja, war gut, dass wir direkt vorm Schwimmbad einen Parkplatz bekommen haben und der nicht mal was gekostet hat. Wir hatten nämlich im Internet gelesen, dass der eigentlich 15 Euro kostet. Die 15 Euro haben wir uns auch gespart. Solche Sachen muss man zuerst sagen. Und dann vielleicht auch aufschreiben und sammeln, damit man sich da auch dran erinnert. Stimmt's? Hast du Stinkefüße? Nee, die riechen gut. Die riechen gut. Haben wir ja schon im letzten Video gesagt, dass die gut riechen, die Füße, ne? Weil ich dich jeden Morgen wasche. Außerdem bist du ein Baby. Baby stinkt nicht. So, okay. Seht ihr? Vor lauter Gelaber. Laber, laber, rababer. Hab ich den Kleinen gar nicht fertig gemacht. Stimmt's? Das ist so süß, was du da erzählst. Hä? Bist du eine Labertasche wie die Mama? Ach komm. Du bist eine Labertasche. Hm? Ich hasse von der Mama. Das kannst du nicht vom Papa haben. Okay. So. Jetzt bist du ready. Ready for takeoff. So. Meine Zettel. Madonna, ma io ti amo. Ma io ti amo più della mia vita. Ha? Mua. Und da sind wir. Da ist die Bella. Wisst ihr was? Ich laber jetzt gar nicht mehr so lange hier im Wald. Ich gehe jetzt einfach mal spazieren und melde mich dann von zu Hause aus nochmal bei euch. Denn ich habe euch ja noch eine Verlosung versprochen. Und ich glaube, das Video ist schon relativ lang. Deshalb melde ich mich zu Hause, zeige euch, was ihr gewinnen könnt. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn ihr jetzt noch mit dabei bleibt. Da ist er. Also, bis später. Auch wie versprochen zur Verlosung. Und zwar werde ich diesen wunderschönen Badeanzug an euch verlosen. Hier sind die Etiketten noch dran. Natürlich nagelneu, ganz klar. Und zwar ist es eine High-End-Marke. So nennt sie sich. Der ist wirklich super hochwertig. Ich werde euch mal ein Bild auf Instagram posten. Da seht ihr, wie er getragen aussieht. Also an mir. Ich habe das an dem Model gesehen und oh mein Gott, ich habe mir gedacht, Wahnsinn, wie schön ist der bitte. Und ich wurde nicht enttäuscht. Die Qualität ist wirklich bombastisch. Also bei dem Preis auch kein Wunder. Der ist wirklich High-End und ich freue mich total, dass ich den an euch verlosen darf. Ansonsten habe ich hier jetzt dann auch noch einen für Instagram, also speziell für Insta, damit ja, ihr da eben auch noch was gewinnen könnt. Ihr seht, das ist auch nagelneu alles, ganz klar und ungetragen.
Dazu müsstet ihr mir dann eben auf Instagram folgen und dann seht ihr, wann eben diese Verlosung startet. Hier ist der Karton dazu und ich freue mich, wenn ihr da mitmacht. Schaut dazu nochmal unten in die Infobox. Ich schreibe euch da alles rein und ich freue mich, wenn ihr daran teilnehmt. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt von euch. Der Liam, der hat nämlich jetzt auch gleich wieder Hunger und ja, ich wünsche euch nur das Beste. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und ich freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Tschüss!